Thank you.
Louis Clavis aus Lyon. Bonjour, bienvenue. Louis Clavis ist einer der besten Klarinettisten Europas und Sie sind ein relativ jung deutsch-französischer Beziehung. Erst 2006 haben Sie zum ersten Mal gespielt. Aber warum haben Sie so lange gewartet, um zusammenzukommen und zu spielen, Akita Kase? Wir haben nicht gewartet. Wir kennen uns schon lange her. Und wir haben schon vor 4 oder 5 Jahren in Berlin auch gespielt. Aber wir kennen uns sehr lange. Und glücklicherweise haben wir letztes Jahr ein 150 Jahre Jubiläum in Japan, in Yokohama, eine CD gemacht. Damit haben wir mehr oft gespielt. Aber ich wollte immer gerne mit ihm spielen. Es ist ja auch eine deutsch-französische Beziehung. Ja, schon, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Es geht nicht darum, französisch, deutsch oder sonst etwas zu sein. In der Kunst geht es vor allem um das Individuum, egal woher es kommt. Ich würde sogar sagen, egal aus welcher Kultur. Wichtig ist nur das Individuum. Wir fragen uns nie, ob wir französisch, deutsch, japanisch oder was auch immer sind. Das ist etwas, was uns überhaupt nicht interessiert. Wie vereinen Sie denn Ihren Hang zur Perfektion mit der Improvisation? Die Improvisation ist eine Disziplin der Unvollkommenheit. Natürlich müssen wir für heute Abend nichts vorbereiten, weil wir es ja schon seit 40 Jahren vorbereitet haben. Aki spielt diese Musik jetzt schon 40 Jahre. Also seit 40 Jahren proben wir für dieses Konzert. Und wichtig ist für mich mit ihm ist eigentlich Klangfarbe. Das ist für mich sehr wichtig. Klangfarbe, wie könnte man zusammen eine schöne Klangfarbe bekommen? Das ist musikalisch mein Wunsch. Das ist nicht nur eins, dass wir zusammen spielen, dann möchte ich gerne unbedingt eine gute Klangfarbe bekommen. Merci beaucoup. Dankeschön.